Hallo euch allen, da sind wir dabei Madden NFL 20. Wir sind zurück beim zweiten Solo-Battle. Wir spielen hier zu Hause im AT&T Stadium gegen die Chicago Bears nach der Auftaktniederlage in diese Woche. Renfro mit dem Return. Wir kommen bis an die 19-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Troy Aikman und die Offense meiner Dallas Cowboys. So, wir starten erst einmal mit Laufspiel. Über Elliott, über die rechte Seite. Elliott bleibt irgendwie noch auf den Beinen, schafft es noch 4 Yards zu holen. Ja, meinen 2. und 6. Jetzt der Dive durch die Mitte. Ich will erstmal versuchen, hier das Laufspiel zu etablieren. Und ja, immerhin, Elliott kommt an die 35-Yard-Linie. Das ist ein neuer erster Versuch und 10. Halfback Bolland Dive. Wir gehen über die linke Seite diesmal. 2 Yards Raumgewinn sind ein zweiter Versuch und 7. So, der erste Passversuch. Cooper von links auf einer Slant Route. Witten meine Sicherung. Die nächste Interception, das ist unfassbar. Was ich in den Solo-Battlen hier an Interceptions werfe. Ryan Shazier ganz locker mit der Interception. Turnover, Ballbesitz Bears. Ich stelle das Tackling mal auf aggressiv. Also wenn ich jetzt Miss Tackles produziere, kann ich es auch nicht ändern. Aber ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Erster und 10 an der 41. First Down an der 19-Yard-Linie, Michael Vick. Gleich mal mit einem Riesenpass auf Jared Cook. Erster und 10 an der 19. Oh, da war Bewegung in der O-Line, da geht es 5 Yards zurück. Erster Versuch und 15 für das Team von Nagy. Schöner Run durch die Mitte, Cohen kommt 8 Yards nach vorne. Zweiter und 7. Der nächste Lauf durch die Mitte. So, wir haben ein First and Goal. Die Bears genauso stark, wie sie in der Defense eben aufgetreten sind. Genauso souverän treten sie auch hier auf in der Offense. Allerdings ist das jetzt schon der zweite False Start. Aber ganz ehrlich, das scheint den Bears nicht wirklich weh zu tun. First and Goal jetzt von der 9. Vollständiger Pass, ganz easy der Touchdown. Meine Defense nicht auf dem Feld. Ach du heilige Mutter. Also ihr merkt, ich habe den Schwierigkeitsgrad hochgestellt. Nach der Auftaktniederlage muss ich einfach ein bisschen was ändern. Also können wir es auch gleich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad probieren. Wenn wir auf dem MVP auch verlieren, dann ist das eher alles nichts wert. Also versuchen wir hier zu gewinnen. So, der Kick ist unterwegs, geht bis knapp hinter die Goal-Line. Renfro nimmt ihn Ball auf. An der 25-Yard-Linie ist Schluss. Erster Versuch und 10 für meine Offense. Da kommt Troy Aikman wieder aufs Feld. So, Witten attackiert die Mitte. Cooper geht links über die Außen. Ist aber gut gedeckt. Nicht ein Receiver frei. Perfekte Defense-Arbeit der Chicago Bears. Wir nehmen den Stick, Owens und Cooper von der linken Seite. Witten die Sicherung, der Tight End. Wir haben einen ersten vollständigen Pass. Dritter Versuch und 2. Wir gehen per Audible in einen Passspielzug. Owens und Cooper auf Slant Routes. Und das ist die nächste Interception. Oh Gott.
Echt? Also das kann mir doch keiner erzählen. Was ist? Haben die irgendetwas gedreht? Aber ich werfe Interceptions am laufenden Band. Vielleicht ist das die besondere Fähigkeit von Aikman. Interceptions werfen. Zweiter Versuch und 7. Wenn das so weitergeht, ist das Spiel schon im ersten Quarter entschieden. So. Wir gehen ins zweite Quarter hinein. Ich könnte jetzt sagen, es kann nicht noch schlimmer laufen, aber wir wissen alle, es kann. 2007 an der 27-Yard-Linie. Ja, Terry Cohen läuft wie ein Wahnsinniger. Der Ball ist an der 12-Yard-Linie. Wieder ist der Ball in der Red Zone. Die Cowboys-Defense nicht in der Lage, hier irgendetwas gegen die Bears zu unternehmen. Jeder Ball von Vic ist vollständig, jeder Run bringt hier positive Yards. Meine Offense steht da und sagt, wow, das geht. First and Goal an der 1. Und, oh, da war der Receiver im Aus. Damit haben wir die erste Incompletion. Second and Goal. Keiner ist in der Lage, Michael Vick zu tanken. Ich habe auch noch Quarterback Contain vorgenommen, aber keine Chance. 14:0. Ich würde mal sagen, auch dieses Game haben wir damit hochoffiziell verloren. Weil, wie gesagt, ich kann nicht mehr werfen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und das sind ja nicht so, dass ich hier irgendwelche tiefen Bälle werfe, die, wer weiß, riskant sind. Es kommt nichts mehr an. Renfro mit dem Return. An der 25-Yard-Linie darf meine Offense wieder aufs Feld kommen. So, Tight End Angle. Jarwin und Whitner attackieren die Mitte. Ich achte links auf Terrell Owens. Hurra, wir haben eine Completion geschafft. Jetzt habe ich immerhin 50% meiner Bälle in die Hände meines Gegners geworfen. Owens und Cobb auf einer Slant Route. Cooper von rechts ebenfalls. Wir haben einen First Down an der 38-Yard-Linie. No Huddle Offense. Laufen wir über die Inside Zone mit Elliott. Der hat ein neues First Down. Wir sind über der Mittellinie an der 49. Wir nehmen einen Slant. Terrell Owens mit dem Catch. Der Ball ist an der 27-Yard-Linie. Wieder der Lauf über Elliott. Kommt bis an die 25. Die Cowboys bleiben im No-Huddle-Modus. Wir rufen nochmal wieder den Slant auf. Der Ball ist jetzt an der 18-Yard-Linie. Dritter Versuch und Zentimeter. Nehmen die 4 Verticals. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich muss ihn ausspielen. Fourth and Inches. 0-1-Trap. Ist die einzigste Chance, die wir hier haben. Und Elliott kommt bis an die 6-Yard-Linie. Jetzt wieder die No-Huddle-Offense der Cowboys. Wir bleiben beim Trap. Wieder der Run durch die Mitte. Natürlich, ein Fumble. Wen hat's gewundert? Wenn wir keine Interception werfen, dann werfen wir dann halt ein Fumble kurz vor der Endzone. Also Leute, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Minus ein Yard.
Ihr merkt, ich habe gar keine Motivation mehr, hier noch irgendwas zu machen. Weil ich irgendwie sogar genau weiß, es bringt ja nichts. Also, das ist mehr als kurios. Entweder wirfst du hier beim laufenden Band Interceptions oder aber, wenn du vor der Endzone bist, fumblest du den Ball. Irgendwas ist momentan hier nicht in Ordnung. So, Kneel Down, 1. und 10 für Chicago. 1. und 10, also für Michael Vick und die Offense der Bears. Zweiter Versuch und 6. So, noch kein First Down. Der Ball ist ganz knapp vor der First Down Markierung. Ist ein dritter Versuch und 1. Incomplete Pass. Mein Gott, wir haben ein 3 and Out. Chicago schafft es, kein First Down zu holen. Unsere Offense hat also die nächste Chance, sich mit einem Turnover zu blamieren. Renfro mit dem Return kommt keine 5 Yards weit. Also irgendwas läuft hier grundlegend verkehrt gerade. Ich weiß nur ehrlich gesagt noch nicht genau was. Double Slants, Owens und Cooper von links. Kopf von der rechten Seite. Play Action Read. Wir achten auf Jason Witten, der die aus der Mitte kommt. Schöner Catch. Kein First Down. 3. und 1. Jetzt haben wir wieder die Chance zu fummeln. Elliott hat aber das First Down. Der Ball ist an der 40-Yard-Linie. Bleiben beim Lauf durch die Mitte. Wieder der Halfback Dive. Elliott kommt bis an die 47. Nehmen wir den Quick Slant. Owens von links auf einer Slant Route. Bekommt den Ball über die Mitte. Neues First Down. Ball ist an der 36-Yard-Linie. Laufspiel Elliott. An der 24-Yard-Linie wird Elliott gestoppt. Nochmal wieder ein Lauf von Elliott. Der sich hier durchkämpft, weil er in der Zone ist. Mein Gott, wir haben einen Touchdown erzielt, dass ich das noch erleben darf. Der PET ist auch gut und es steht 14 zu 7. So, der Ball ist unterwegs. Geht bis hinter die Goal-Line, wird dort retourniert. An der 25-Yard-Linie kommt Michael Vick. Und die Offense der Bears wieder aufs Feld. Erster Versuch und 10. Incomplete Pass und fast sogar ein Turnover. Zweiter Versuch und 10. Lauf Tariq Cohen durch die Mitte. Schlechte. Ne. Ach Gott. Du kannst hier einstellen, was du willst. Es wird irgendwie immer zu deinen Ungunsten ausgelegt. Also ich habe nicht einen Hit-Tackle meiner Jungs gesehen, aber gebrochene Tackle, die sehen wir hier ohne Ende. So, die Bears sind wieder mit 14 Punkten überraschenderweise vorne. So,
Renfro wieder mit dem Return über die linke Seite. Gestoppt an der 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Play-Action, Misdirection-Shot. Wir achten auf Owens, der über die Mitte geht. Terrell Owens bekommt den Ball. Das ist ein neues First Down, aber jetzt läuft die Uhr runter. Wieder geht der Ball auf Terrell Owens. Der Ball ist an der 24-Yard-Linie und das Quarter ist vorbei. Four Verticals, Witten attackiert die Mitte. Terrell Owens im Slot. Khalil Mack mit dem Sack. Noch einmal die Four Verticals. Diesmal geht der Ball zu Zeke Elliott. Ball ist an der 25-Yard-Linie. Wir nehmen den Stick, Cooper von links auf einer Slant Route. Bekommt den Ball, hat kein First Down. Noch einmal der Stick. Ja, und die nächste Interception. Ach Gott. Ich habe keine Ahnung. Also, dass das Timing stimmt, überhaupt nicht mehr. Und Ryan Shazier, der hat einen Magneten in den Händen. Der zieht hier jeden Ball runter. Ah, das ist wirklich unglaublich, was ich in diesen beiden Solo-Battle-Spielen jetzt hier alles erlebt habe. Das waren wie viele Interceptions? 8 Interceptions, ein Fumble kurz und alles wohlgemerkt, oder das meiste davon, in der Red Zone. Also da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. 2007 an der 8-Yard-Linie. Druck auf Michael Vick, Fehlanzeige. Ja, jetzt misstackeln wir. Ach Gott, Leute, echt jetzt. Sie machen sich langsam, jetzt wird's sehr kurios. Das war ein Quarterback, wohlgemerkt. Ein Quarterback, der nicht zu tackeln ist. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Da denkst du, du wirst mittlerweile so von der Teamstärke dabei und dann passieren solche Dinge, die du dir nicht mehr erklären kannst. Da gibt's einfach keine Erklärung zu. An der 2-Yard-Linie darf Renfro wieder ran. Keine Blocks. Mein Fullback läuft einfach Richtung Seitenlinie. Großartig. Ach Gott, komm, lass uns das Ding einfach irgendwie nach Hause bringen, damit die Zeit hier um ist. Da reg ich mich nur noch unnötig drüber auf. Elliott mit einem Draw. Wir bleiben beim Draw. Dritter und 9. Wir bekommen den Smash vorgeschlagen. Mit Wide Receiver im Slot. Alle anderen gehen auf kurze Routen. Witten bekommt den Ball. Das ist kein First Down. Nehmen wir den Go DBL Post. Witten attackiert in die Mitte. Ball geht zu Elliott. Das ist kein First Down. Turnover on Downs, Ballbesitz Chicago. Nee, also tut mir leid, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. So, wollen wir hoffen, dass die Bears jetzt fair sind, die Uhr runterlaufen lassen. Das tun sie. Meine Auszeit nehme ich natürlich nicht mehr. Das bringt nicht wirklich irgendetwas hier bei diesem Spiel. Wir werden aber weiter auf der schwersten Schwierigkeitsstufe bleiben
Und wenn ich hier am Ende der Woche mit 0-13 stehe, das ist mir jetzt echt wurscht. Nennen wir es einen Lernprozess, vielleicht kriegen wir irgendwann den Bogen raus. Jetzt erstmal nicht. 28-7 verlieren wir auch das zweite Solo-Battle in der Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.